Die folgende Sendung wird Ihnen präsentiert von Admiral. Wir sind in Hohenems. Herzlich willkommen zur 15. Runde in der Regionalliga West zum Spiel VfB Hohenems gegen den SK Bischofshofen. Die Grafenstädter gehen gegen die bisher auswärts sieglosen Salzburger trotz des Fehlens von nicht weniger als 5 Stammspielern als Favoriten in das Spiel. Dementsprechend couragiert startet die Jakobitz-Elf auch in die Partie. Ganze 45 Sekunden sind im Herrn-Ried-Stadion gespielt. Was für eine Geschichte! Stefanon über rechts, trickst 3 Bischofshofen aus, legt ideal für Calvin Gecht auf und es heißt 1:0. Der VfB spielt weiter nach vorne, macht Druck. Doch auch die Salzburger verstecken sich nicht, fighten munter mit und kommen in der 34. Minute zum Ausgleich. Poric dankt sich auf der linken Seite durch, spielt auf Kalil, der von Müller nicht energisch genug attackiert wird und es heißt 1:1. Mit diesem Stand geht es auch in die Pause. Knalleffekt auch zu Beginn des zweiten Spielabschnitts. Und wieder ist die Partie keine Minute alt. Techt auf Stefanon, der zieht sofort ab. Bischofshofen-Keeper Kühlleiner kann nur kurz abwehren. Calvin Doppelpack-Gechter ist zur Stelle und staubt zum 2:1 ab. Und wieder haben Klammer und Co. die Partie im Griff, können aber kein Kapital daraus schlagen. Jogi Klammer scheitert sowohl mit einem Distanzschuss und auch ein Kopfball verfällt knapp sein Ziel. Und so kam es, wie es kommen musste. Die große Zeit von Bischofshofen-Angreifer Simon Schilhecker. 70 Minuten sind gespielt. Bodrusic Flanke landet genau auf der Birne des Goalgetters und es heißt 2:2. Damit ist der Torhunger des Bischofshofener Angreifers aber noch nicht gestillt. 6 Minuten später, Breuer in die Gasse für Schilhecker. Der lässt sich nicht zweimal bitten und bringt sein Team erstmals in dieser Partie in Führung. Der VfB kann nicht mehr zulegen. Zu viele Körner sind verbraucht. Und in der Schlussphase der Partie macht neuerlich Schilhecker den Deckel endgültig zu. Mit einem lupenreinen Hattrick erzielt der quirlige Angreifer den 2:4 Endstand in einer Partie, in der die Jakobitz-Elf zweimal in Führung lag, die Partie aber nicht nach Hause brachte. Heute hatten wir nicht das Glück auf unserer Seite und schlussendlich war es ein verdienter Sieg für Bischofshofen. Was hat deiner Meinung nach der Unterschied ausgemacht? Ja, ich glaube einfach, dass wir die vielen verletzten Spieler heute nicht kompensieren konnten und uns einfach die Erfahrungen für die Regionalliga gefehlt haben. Bitte natürlich, wir haben zweimal geführt. 1-0 und 2-1 in Führung gegangen, immer zu einem guten Zeitpunkt eigentlich. Aber die Bischofshofen haben in 90 Minuten wirklich auch gefightet und hatten am Schluss einfach mehr Saft, muss ich sagen, weil unsere Mannschaft dann doch sehr müde war. Gerade auch die vielen Jungen, die teilweise gespielt haben, die noch nicht mal lange im Kader sind, war dann schon schwierig.